ist Fußball modern und dann breit und jung genug, um die Bedürfnisse der Werbelandschaft auch zu befrieden? Und ist deswegen auch die Suche nach neuen Formaten, die Kings League oder ne, Einzel-Events und Influencer-Bewegungen, ist das dann nicht? Und was wir mit Delay Sports jetzt auch erlebt haben, gibt es da nicht einen Appetit und Hunger? Deswegen ja, ich finde, der Sport hat Vielfalt, hat Breite, aber der Fußball ist weiterhin das Thema, das die CMOs schon auch zentral bewegt. Das muss man ganz klar sagen. Herzlich willkommen im Sportsmedic Podcast. Nach 2019, als er zum ersten Mal zu Gast war, ist er wieder da. Grüß dich, Robert Zitzmann, Managing Director und Partner von Jungfernmatt Sports. Hi. Grüß dich, Daniel. Ja, schon ein paar Jahre her. Ich freue mich, dass wir wieder die Chance haben zu sprechen. Ja, letztes Mal haben wir über Markenführung im digitalen Zeitalter gesprochen. Folge 161. Wer es noch nicht gehört hat, hört gerne mal rein. Verlinken wir auch in den Shownotes. Heute wollen wir so ein bisschen Rückblick machen auf, ja, 10 Jahre Jungfernmatt. Aber nicht nur das, sondern wie sich das Sportmarketing in der Zeit gewandelt hat. Wir sprechen darüber, was sich dann ja in den letzten Jahren getan hat, was bei euch gut lief, schlecht lief. Schauen aber auch dorthin, wo wir irgendwie immer hinschauen, wenn es um Innovation, Technologie und so weiter geht und um Sportmarketing in Zukunft, nämlich auf den US-Markt, auf dem ihr mittlerweile auch unterwegs seid. Klingt das nach einem Plan für dich? Das klingt sehr gut. Ja, ich freue mich. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Du bist seit 2015 bei Jungfernmatt Sports. Also 8 Jahre von 10 Jahren warst du mit am Start. Kannst du dich noch an deine erste Kampagne erinnern, an der du mitgearbeitet hast? Ja, tatsächlich. Ich kann mich an so einiges erinnern. Wir haben jetzt zu unserem 10-jährigen Jubiläum, das wir jetzt am 1.7. angefangen haben zu feiern, haben wir so eine kleine Geburtstagssaison gemacht, die jetzt über 2 Monate geht, bis zum 1.9. mit verschiedenen Events. Und da haben wir unter anderem dann auch mal die 10 schlechtesten und vielleicht nicht so vielsagendsten Kampagnen und Arbeiten, die wir produziert haben, nochmal Revue passieren lassen und uns das Teleskop so gelegt. Und da waren auch einige dabei. Also die ersten Arbeiten, als ich angefangen habe in 2015, die waren nicht ganz so glorreich. Da waren verlorene Pitches mit dabei. Da waren auch nicht ganz so erfolgreiche Social-Media-Arbeiten mit dabei. Oder auch Versuche wie, hatten mal uns bemüht, ein Hallenfußballturnier an den Start zu bringen. Das haben wir dann in Hamburg gemacht. Das hieß Hero Cup mit Allstars von Real Madrid und Barcelona. Und das war dann am Ende auch kommunikativ ein etwas, ja, Desaster trifft es wahrscheinlich gut, aber grenzwertig erfolgreich. Das lief auch auf Sport 1. Jetzt, wo wir gerade über neue Fußballformate auch aktuell sprechen. Aber da haben wir uns ausprobiert, auch nicht nur als Kreativagentur, sondern auch mit einer Eventkompetenz an den Start zu gehen. Das war nicht ganz so glorreich. Deswegen kann ich mich daran noch sehr, sehr gut erinnern, an die Anfangszeit und an alles, was dann eben kam. Nichtsdestotrotz war es jetzt trotzdem nicht unerfolgreich in den letzten Jahren, sonst würdest du nicht über nur die Flops reden, weil die Tops waren sicherlich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir werden da mal gleich über Cases reden, die auch in USA prämiert worden sind von euch gegen die großen Player auf dem US-Markt. Wir wollen aber erstmal kurz bei einem kleinen Review bleiben. Du bist jetzt seit 8 Jahren mit dabei bei Jungfernmatt Sports, von den 10 Jahren bis seit 2018 auch im Board mit dabei und auch als Geschäftsführer und Partner. Wir hatten gerade im Vorgespräch eigentlich schon so einen halben Podcast aufgenommen, weil die Agenturszene sich ja auch gewandelt hat enorm. Was waren so deine Beobachtungen, seit du jetzt bei Jungfernmatt Sports bist, wie sich denn deine, eure Arbeit gewandelt hat, auch was eure Aufgaben angeht? Ja, das ist extrem interessant. Also ich glaube, da gibt es unglaublich viele Kapitel, die man jetzt aufmachen könnte. Ne? Angefangen bei der Gesamtentwicklung des Marktes, als wir begonnen hatten bei Jungfernmatt Sports, war das eben auch im Zeitalter The Rise of Social Media. Ich bin ja irgendwie auch zu Jungfernmatt Sports gekommen, weil ich damals eine Kampagne für Sheffield FC umgesetzt hatte, Happy Birthday Football, da haben wir gerade noch angefangen, dass die großen Clubs auf Facebook ihre Accounts aufgemacht haben und über organischen Content, ohne Media, ohne Paid und einfach auch vielleicht ohne jetzt die aktuellen Algorithmen unglaubliche Reichweiten erzielt hatten und unglaubliche Selbstkontrolle erlangt haben über ihre eigene Markenführung. Bis hin zu, dass sich technologisch alles weiterentwickelt hat, dass Technologien auch in überhitzter Form und auch Märkte in überhitzter Form die VC-Märkte in Aufruhr bringen. Also nicht zuletzt jetzt auch das ganze Thema Web3 oder wie wir es auch betiteln wollen, auch Metaverse nennen oder Digital Spaces, wie es einige Marken jetzt schon wieder umfirmieren, hat sich, glaube ich, technologisch extrem viel getan. Das war auch für uns immer ein Wegweiser oder auch etwas, was den Markt für uns auch verändert hat, weil der Werkzeugkoffer sich einfach verändert hat für auch unsere Kunden und dann auch für uns selbst und unsere Arbeit. Und wenn man dann auf uns als Agenturtyp im Speziellen hinguckt, war es damals so, dass wir aus der Kreativagentur Jungfernmatt heraus mit dem Sportableger Jungfernmatt Sports ja eine Bewegung losgetreten haben, der dann auch andere Agenturen gefolgt sind. Zu dem Zeitpunkt hatte dann auch Think sich bemüht, mit Moritz Fürste das Thema Sport einmal in den Start zu bringen.
Und man hat dann auch gemerkt, wie schwer das auch eigentlich ist qua Geschäftsmodell, weil die Sportbranche auf Rechtehalterseite einfach nicht ready war, relevantes Geld in eigene Markenführung und Marketing auf Agenturseite zu investieren, sondern das entweder in-house getan hat oder es eben nicht getan hat. Da können wir vielleicht später nochmal dazu kommen, wie sehr sich das wirklich jetzt auch geändert hat bis heute. Und wir dann auch natürlich mit dem Fokus auf Advertiser, auf Sponsoren gesehen haben, wie viel Überzeugungsarbeit, edukative Arbeit notwendig ist, um zu vermitteln, welches großes Potenzial in der Gattung Sponsoring und der Plattform Sport steckt. Und wir uns in den letzten 10 Jahren nicht nur behauptet und gefestigt, sondern eben auch gewachsen sind, weil wir eine sehr unique Marktposition haben, die nicht nur national, sondern auch international, weil es keine andere Kreativagentur unseres Typus, wir sind eine unabhängige Agentur mit Jung von Matt, wir sind knapp über 1000 Leute und jetzt mittlerweile auch über alle Kontinente verteilt, als Independent Agency die einzigen sind, die einen Dedicated Sports Layer haben, in der Form und mit der Kraft. Also Jung von Matt Sports hat im letzten Jahr knapp 10% der ganzen Agenturgruppe ausgemacht, das ist schon echt ein Pfund und ich glaube, das ist für uns dann auch so eine starke Positionierung im Markt. Und wenn man jetzt auf die letzte Neugründung, die gerade gestern auch kommuniziert wurde von Spotify von Dojo, sieht man dann, dass dort vielleicht jetzt auch ein neues Bewusstsein wieder herrscht für Qualität statt Quantität. Also wirklich der Fokus auf großartige Kommunikation und Marketinglösungen, die nicht nur in die skalierte Breite gehen und die nicht nur vertriebsorientiert sind, sondern erstmal markenorientiert. Und deswegen ist das jetzt spannend zu sehen, wie sich der Markt da auch wieder in die nächsten 10 Jahre reinentwickelt. Wir haben es in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall festgestellt für uns, dass es immer noch zu wenig aus unserer Perspektive, unserer sehr eigenen Marktperspektive, Liebhaber, Befürworter von Qualität gibt und von nachhaltigem Wachstum und Entwicklung von Marken, sondern dass alles immer auf einer sehr kurzfristigen, vielleicht auch in 1, 2, 3 Jahreszyklen getriebenen und sehr vertriebsorientierten Denke folgt, vor allem bei Rechtehaltern. Und auf Markenseite entwickelt sich das Thema, das Verständnis für Sponsoring sicherlich auch extrem weiter, gerade durch das Thema Nachhaltigkeit auch. Also ich glaube, so die ganze Impact- und Purpose-Orientierung hat extrem viel Einzug gehalten. Das ist auch der Grund für unsere letzte Neugründung gewesen, gemeinsam mit Common Goal ein Lab zu gründen für Impact-Sponsorship. Und über all die 10 Jahre, glaube ich, gab es viele Highs und Lows, sowohl für uns als auch für den Sportmarkt. Wir hatten eine Corona-Krise, wir hatten eine Ukraine-Krise, es gibt eine Wirtschaftskrise jetzt auch wieder, es gibt eine Klimakrise und es gibt immer wieder Umwelt- und Umfeldbedingungen, die auch den Sportmarkt total in Aufruhr bringen, was auch nochmal dafür spricht, dass der Sport gesellschaftlich so tief verankert ist und so einen breiten Einflussradius auch hat, so einen großen. Und das macht unsere Arbeit einfach auch brutal spannend. Und gerade weil Sport eine nativ so global vernetzte Szene ist, ist es für uns die aufregendste Sportart, mit Jung von Matt Sports als Agentur im Sportbusiness unterwegs sein zu dürfen. Jetzt hast du so viele Punkte gesagt, wo ich, glaube ich, 5 Folgefragen stellen kann. Ich mache aber nur eine Frage. Du hast den Wandel der Agenturen angesprochen. Es gab zu Beginn wahrscheinlich viele Werbeagenturen, die sich mit einer Sportausgründung ausprobiert haben. Manche sind geblieben, andere sind wieder gegangen. Jetzt gehen klassische Sportagenturen wie Sport 5 den Weg in eine andere Richtung, also in die Kreativszene. Zusammen mit Dojo, hast du gerade angesprochen, haben sie die Agentur Draft gegründet. Apollo zum Beispiel, Apollo 18, geht in den Bereich Gaming rein mit dem Ableger Apollo GG. Irgendwie gibt's immer wieder neue Themen, die aufploppen. Das Thema Daten wird immer wichtiger und schwieriger. Was aber bleibt, sind die Marken auf der anderen Seite. Und die Marken haben gewandelte Ansprüche im Vergleich zu vor 8 Jahren, als du angefangen hast. Vielleicht lass uns mal über die Seite sprechen, von den Marken. Mhm. Weil Sportmarketing ist ja vor allem von den Marken getrieben. Was hat sich denn da geändert im Anspruch, im Denken, in auch der Ausrichtung von Marken im Sport? Also wenn wir bei den Rechtehaltern anfangen, dann glaube ich, hat der ganze Aspekt Innovation, also das mal als Buzzword, aber auch als Thema und vielleicht auch als Triebfeder für strukturellen Wandel innerhalb der Organisationen, eine große Bedeutung erlangt. Also die technologische Weiterentwicklung, die sich dann auch alle Rechtehalter vorgenommen haben. Jetzt mal vor allem die Großen genommen, die großen Fußballclubs, die großen Ligen und große Verbände, national wie international. Da merkt man einfach schon, dass diese ganze Denke von, wir sind eigentlich in einem B2B-Markt unterwegs. Das heißt, Rechte liegen irgendwie zentralisiert bei Medien und der Kontakt zum Endverbraucher liegt dann aber beim Verein und zum Fan, dass diese direkte Fanbeziehung ins Zentrum geflogen ist und dass der technologische Weiterentwicklung dazu gesorgt hat, dass das Thema D2C, Direct-to-Consumer-Marketing können wir es nennen und dann irgendwie auch so diese immer die Frage nach Fans First und der Fanzentrierung. Das ist ein großes Thema geworden. Du hast auch das Thema Daten gerade angesprochen, gerade auch, weil Daten so wichtig sind in der direkten Kundenbeziehung. Sicherlich eine der ganz zentralen Säulen, mit der sich das Sportmarketing international beschäftigt hat. Man sieht das auch an Elementen wie FIFA Plus, dass auch die ganze Plattformveränderung und Bewegung über Streaming-Anbieter, Streaming-Plattformen
OTT als Megawort und dann die Entwicklung und das Aufkommen von Playern wie DAZN, die heute auch noch da sind. Die ganze Geschichte von OneFootball, die man auch ganz spannend betrachten kann, aus der, glaube ich, unglaublich viele Learnings auch gezogen werden können über das ganze VC und Capital Game hinweg. Was heißt das eigentlich auf einer End-Consumer-Seite? Gibt es ganz viel Bewegung und auch ganz viel Investitionssitze eben in die Digitalisierung des Sports. Und gleichzeitig gibt es eben auch Wertebewegungen in der Sportindustrie, die Rechtehalter bewegt haben, vor allem das Recht der Athleten, sich auch als Rechtehalter zu identifizieren. Also wir haben jetzt gerade die Frauen-WM gehabt und dann auch die auch sehr kontroverse Geschichte dann rund um Megan Rapinoe, wie sie in den Medien auch inszeniert wurde, die eigentlich eine der Pionierinnen ist, die in den letzten, ja, 2019, in dem Jahr, als wir unseren letzten Podcast oder ersten Podcast aufnahmen, die da in New York stand und irgendwie nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft für die amerikanische Mannschaft, aber auch für die gesamte Werte- und Frauenbewegung auch gesprochen hat. Und da hat sich unglaublich viel getan. Frauenfußball als Megathema heute auch, wenn man sieht, welche Kraft jetzt auch die Frauenweltmeisterschaft in Australien hat, die Euro letztes Jahr für uns hatte, auch medial, sieht man, dass es nicht nur technologische Entwicklung gibt, auch auf Rechtehalterseite, sondern auch gesellschaftliche, bei der Sport eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Und das ist aus meiner Sicht ultra spannend und schafft unglaublich viele neue Chancen und Möglichkeiten eben auch, weil die technologischen und auch die werte- und gesellschaftsbasierten Veränderungen ja auch immer die Frage beantworten müssen, wie weit kann der Sport mit einem seiner wichtigsten Geldgeber, nämlich der Wirtschaft und den Marken, den Sponsoren, den Werbetreibenden kooperieren, weil sie deren Bedürfnisse eben auch nachkommen müssen. Und das ist die Schnittstelle, dass sich eben beide Welten dann auch treffen. Da können wir über Kultur sprechen, da können wir auch über gesellschaftliche Zentrierung sprechen und Gesellschaftsfragen sprechen. Und da kann der Sport, weil er so gesellschaftsnah und verankert ist, eben auch gute Antworten liefern. Und auf der Suche nach diesen Antworten, glaube ich, ist der Sport in der permanenten Weiterentwicklung. Der eine schafft das mehr als der andere oder die andere. Und the power rise of the athletes, wie gerade angesprochen mit Megan, ist sicherlich auch aus dem ganzen Zeitalter der Social-Media-Entwicklung auch entsprungen und hat den Markt auch extrem verändert. Und ich schätze, wenn wir nachher über die USA sprechen, werden wir auch über die Marke Messi in Miami reden müssen, was dann, glaube ich, nochmal so ein Mastercase ist, der alles und ganz vieles von dem, was wir jetzt gerade anreißen, nochmal vereint und zusammenträgt, von Plattform bis People bis Product. Und deswegen, ja, die Entwicklungen sind vielschichtig und ich würde sie immer auf Werte und Wertschöpfung so ein bisschen nicht reduzieren, aber zentrieren, damit das einfach bleibt. Habt ihr das auch bei euch gemerkt in Kunden? Also habt ihr Kunden verloren, die nicht mehr so ganz dazu passen zu eurer Ausrichtung, Positionierung, und habt ihr vielleicht auch genau deswegen neue Kunden gewonnen? Ja, immer. Wir haben bei uns jetzt das Glück gehabt, dass wir mit einigen Kunden wirklich seit Gründung auch unterwegs sind und arbeiten können. Dazu gehört zum Beispiel der DFB. Sehr, sehr früh zur Agenturgründung kam auch der Kunde Adidas dazu, für den wir im Bereich Social Media tätig waren, für die wir heute immer noch arbeiten und jetzt uns für die Euro engagieren dürfen, die nächstes Jahr in Deutschland ja ist. Wir haben aber auch natürlich Kunden verloren, teilweise weil wir vielleicht doch mal einen mittelmäßigen Job gemacht haben oder weil beim Kunden sich die Strategie verändert hat. Und wenn man mal einen Moment nimmt, in den letzten 10 Jahren oder eine große Bewegung, nämlich The Rise of Esports und auch dann, was wir heute wahrscheinlich eher alle vielmehr noch als Gaming bezeichnen, weil wir den Markt dann dadurch auch verbreitern und die Perspektive darauf auch verbreitern und wir sagen, es gibt Competitive Gaming und dann eben Esports, dann war das ja ein Feld als Buzzumfeld, in das unglaublich viele Marken dann eingetreten sind. Wir hatten damals in der Konstellation so ein bisschen das Fortuna und das Glück und auch das Geschick, dass wir die ersten waren, die mit Marken in das Feld reingegangen sind. Das waren unter anderem Vodafone und Mercedes-Benz. Auch eine Marke wie Pringles, die sehr früh aktiviert hat dann. Also nicht endemische Marken, also klassische Werbetreibende, die sich in das Feld gewagt haben und dann im Umfeld von einem Counter-Strike-Turnier präsent waren. Und da merkt man dann jetzt auch schon, dass wenn der Hype aus gewissen Themen dann auch mal entfliegt und entzieht und es sich das Umfeld gar nicht in seiner Kraft reduziert, aber die mediale Wahrnehmung sich verändert, dass es dann auch für CMOs nicht mehr so relevant ist. Also es gibt einfach einen Schlag, eine Kategorie von CMOs und das sind dann ja auch am Ende unsere wichtigsten Ansprechpartner, Entscheider auf Kundenseite, bei Marken, bei Werbetreibenden, die sich schon auch danach richten, oh, mit welcher Schlagzeile komme ich denn jetzt vielleicht mal in die W&V oder in die Horizont oder in die Ad Age? Und wo sind Themen, die ich für mich als Marke auch besetzen muss, weil eben auch Innovation bedeutet, bei neuen Themen früh dran zu sein und auch zu lernen, was ja auch total wichtig und richtig ist. Und mit einem Kunden von uns, den wir seit vielen Jahren begleiten, eben BMW, haben wir jetzt auch seit einigen Jahren eben genau diese Evolution auch vor uns, dass wir mit E-Sports anfangen und dann auch in Gaming weiterentwickelnd und auch in Web3-Welten übergehend, dass Themen sehr ganzheitlich betrachtet werden und dass wir eben dazu hinkommen und, glaube ich, auch CMOs jetzt dazu hinkommen, den Konsumenten nicht in Silos zu unterteilen, sondern in Themenfelder und Interessensfelder, also vielleicht mehr in Stilgruppen anstatt in Zielgruppen. Und das ist etwas, was dann auch auf den Sport natürlich unglaublichen Einfluss hat und für uns als Agentur immer
nicht nur eine Herausforderung ist, sondern auch ein Wachsambleiben. Du hast vorhin so ein bisschen angesprochen über den Wandel der Agenturen. Ich glaube per se, das hatten wir auch kürzlich in der internen Versammlung mit unserer Mannschaft, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir als Agentur ein permanenter Change-Organismus sind. Also das ist etwas, und das macht das ja so spannend und auch so anstrengend gleichzeitig, weil wir sind das, was der Markt am Ende auch ist. Wir können den Markt versuchen zu treiben, zu fördern, zu prägen und Impulse zu geben. Das versuchen wir als Agentur extrem, wenn wir über Thought Leadership sprechen. Aber am Ende ist es genau das, die Veränderungen, die im Markt stattfinden, die verändern auch unser Kundenportfolio und entwickeln es weiter und manchmal eben auch Rolle rückwärts, weil dann auch mal ein Kunde sagt so, Tschüssikowski Sport oder Entertainment und Gaming, ich mache jetzt was anderes oder ich investiere jetzt mein Geld in Web3 und merke dann irgendwie nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr, ich muss es doch wieder restrukturieren. Also es bleibt nie langweilig. Vielleicht mal, um auf eine kurze Antwort rauszuwollen, auf einer Skala von 1 bis 10, von 1 überhaupt nicht relevant bis 10 absolut relevant. Wo siehst du gerade Sportmarketing bei den CMOs? Da gibt es zwei Perspektiven. Ich glaube, einmal ist Sportmarketing oder Sponsoring immer noch ein funktionales Kommunikationsdisziplin-Silo so zu oft. Die mehrdimensionale Kraft von Sport oder die Funktionalität von Sport als Plattform, dass ich dort von Employer-Branding bis B2B, bis klassische Media-Buchungen, bis hin zu wirklich überragenden Content-Aktivierungen, bis zu Markenbotschaftern. Also das Umfeld Sport bietet ja unfassbar viele spannende Zutaten und kulturelle Umfelder, mit denen ich als Marke beschäftigen kann. Das kann ich aus der Zielgruppe heraus beantworten. Das kann ich aus Funktionen und Kanälen auch heraus beantworten. Also es ist immer so, wenn wir mit Marken sprechen, fragen wir immer so, was ist der Startpunkt, mit dem wir auf Sport gucken wollen? Was bewegt euch gerade? Und dann versuchen wir die Lens, die Perspektive auch zu legen, weil Sponsoring eben nicht nur ein breites Asset-Portfolio sein muss, wo ich nach Sportarten oder Rechtehaltertypen unterscheide, sondern das ist schon auch eine Frage, in welchem kulturellen Umfeld und welcher Zielgruppe will ich zu tun haben. Deswegen glaube ich, brauchen wir immer noch edukative Arbeit, alle gemeinsam in der Sportindustrie, um die Kraft von Sponsoring noch zeitgemäßer zu positionieren. Da habe ich immer noch das Gefühl, da fangen wir oftmals bei A an, obwohl wir schon viel weiter sein müssten. Ist aber dann auch schön für uns als Rolle in der Agentur. Und das Letztere, würde ich sagen, ist, dass jetzt, wenn wir auf Sportmarketing gucken und wir dann immer auch sehr kritisch über den Status, den Zustand des Fußballs schauen, habe ich das Gefühl, dass es mehr denn je um Fußball geht als je zuvor. Also ich habe das Gefühl, dass CMOs wirklich sehr beschäftigt sind mit der Kraft des Fußballs und trotz einer WM in Katar und trotz irgendwie Problemen auch in Deutschland, wenn wir über Investoren sprechen, in der Bundesliga oder nicht in der Bundesliga, glaube ich, ist Fußball immer noch omnipräsent. Ich glaube, nur die Frage, die der Sportmarkt beantworten muss, wie ich es auch aus dem Markt aktuell mitbekomme, gibt es genug starke Marken und Plattformen im Fußball, die dann eben den Zeitgeist treffen, den Marken auch suchen. Also ist Fußball modern und dann breit und jung genug, um die Bedürfnisse der Werbelandschaft auch zu befrieden? Und ist deswegen auch die Suche nach neuen Formaten, die Kings League oder ne, Einzel-Events und Influencer-Bewegungen, ist das dann nicht? Und was wir mit Delay Sports jetzt auch erlebt haben, gibt es da nicht einen Appetit und Hunger? Deswegen ja, ich finde, der Sport hat Vielfalt, hat Breite, aber der Fußball ist weiterhin das Thema, das die CMOs schon auch zentral bewegt. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, auf der Skala 0 bis 10 ist der Fußball vielleicht bei einer 8, aber der andere Sport bei einer 3? Ich tue mir total schwer, pauschal das mit Zahlen zu beantworten, deswegen mache ich Prosa, aber wenn wir bei der 8 und 3 bleiben wollen, ist das für mich okay. Ich glaube, wenn wir auf olympischen und paralympischen Sport gucken, nächstes Jahr haben wir Paris, ist der paralympische Sport brutal gewachsen, dem würde ich keine 3 geben. Dem olympischen Sport weiß ich gerade nicht, was ich ihm geben soll, das hängt von Markt zu Markt ab, das ist unterschiedlich. Und auch der Fußball ist von Markt zu Markt unterschiedlich positioniert, England, Deutschland ganz anders als in Südamerika oder jetzt auch in den USA, wo das the hottest chair ist. Und wenn wir dann uns an Sportarten wie American Football angucken und sehen, was da in den letzten 10 Jahren passiert ist, dann würde ich sagen, muss der Sport gar nicht eine absolute Einzelnote bekommen, sondern im Vergleich zu anderen Sportarten mal sehen, was kann man inspiriert lernen. Dann glaube ich, dass es auch Menschen gibt oder Personen in Deutschland, die American Football sogar eine bessere Note geben als dem deutschen Fußball. In dem Fall, also der Nationalmannschaft und der Bundesliga als Unterhaltungsprodukt und Format. Deswegen, ich tue mir schwer mit den Zahlen, aber wenn du mit der 8 und 3 leben möchtest, ja, dann können wir das mal so stehen lassen, ja. Ja, ich gerade so jetzt, hast ja recht, der Blick auf Fußball, der ist ja auch hier im Podcast immer sehr omnipräsent, dass ich nicht immer alle Sportarten schön abdecke. Aber wir werden bald hier auch über Tennis sprechen, keine Sorge, wenn die US Open dann starten. Genauer gesagt nächste Woche. Aber was mir halt so auffällt, wenn ich jetzt mit Blick auf die Vermarktungsphase in der Bundesliga schaue, du hast beim VfB gehen starke Marken raus wie Daimler, also als wichtigster Anteilseigner oder auch Sponsor, beziehungsweise die Mercedes-Benz Bank. Und es kommt ein Wettanbieter aus Frankreich auf die Brust. Dann hast du bei Hertha BSC, die bis zum zweiten Spieltag sogar dann erst warten mussten, bis sie einen Partner gefunden haben mit einem ebenfalls Online-Casino, das unfassbar gar nicht auf diese Brust passt und auch zu den Werten und so weiter von Hertha BSC. Aber klar, bringt halt Geld.
Und die dritte Sache, die ich so ein bisschen kritisch sehe, ist wie Schalke 04 jetzt mit dem Veltins-Sponsoring. Klar, Veltins hat das nochmal was auf den Tisch gelegt, aber es ist ja, wenn man ehrlich ist, auch nicht die präferierte Lösung von allen Seiten gewesen. Also da frage ich mich halt, sind so Rechte wie Trikotsponsoring nicht mehr attraktiv? Ich glaube, die Frage ist, welchen, also in den Opportunitätskosten oder im Benchmarking, welchen Preis muss man dafür bezahlen? Und wenn man sich jetzt anguckt, also ich liebe ja wirklich die Kollegen jetzt, Philipp und Robert von Spot 5 mal ans angefangen, das sind wirklich, das sind ganz fantastische Menschen und auch Manager, aber was die da bei Hertha abgerissen haben mit Marken wie Teddy und so, also da muss ich mich jedes Mal wirklich auch ärgern, weil ich nicht finde, dass das markengetriebene Sponsoring ist. Aber das jetzt mal dahingestellt, das ist, glaube ich, auch eine Logik des Preises. Also die, wenn ich 7, 8, 10 Millionen legen muss für so eine Trikotbrust oder dann auch, ne, mit großen Summen in so in neue Eventkonzepte rein muss, das müssen sich Marken schon gut überlegen. Also dann ist der Sponsoring auch am Ende nicht losgelöst von schrumpfenden Werbebudgets oder Mediabudgets. Also ich glaube, wir müssen ja auch mal auf Mediaseite gucken, wenn wir jetzt den Wettmarkt, den du gerade angesprochen hast, anschauen und sehen, was da uns vielleicht blüht. Und wenn wir dann darüber reden, dass auch Medienpartner der Bundesliga sehr abhängig davon sind, dass Wettanbieter dort Geld investieren, dann ist das ja ein Kreislauf oder ein Kosmos, wo verschiedene kleine Einzelbubbles dann auch mal ganz nah an so eine Stecknadel dann kommen. Siehe dann auch die Frage nach Geschäftsmodell von eben so einer Plattform wie OneFootball. Ich glaube, dass Werbung im Sport oder Werbetreibende sich die Frage stellen müssen, wie viel Geld gebe ich aus und die Optionen mit Sport oder mit Fußball, was ich weiterhin glaube, eben so eine große Relevanz hat, also einfach im Share of Voice, im Share of Media, gibt es eben die Möglichkeiten, ganz andere Wege zu gehen. Ne? Also wir haben gerade die Delay Sports auch angesprochen. Ist das nicht auch total spannend für Marken? Ich glaube, manche Marken haben oftmals nicht so richtigen Plan und dann auch den richtigen Mut und auch die Langfristigkeit im Blick darauf, wo wollen sie jetzt mittelfristig und langfristig rein und punkten. Aber ich kann natürlich auch gut mit Einzelsportlern, Sportlerinnen arbeiten. Auf der anderen Seite sehen wir auch, ne, dass Google sich im Frauenfußball jetzt engagiert, was auch, glaube ich, eine Top-Meldung war, was Sponsoring betrifft dieses Jahr und auch dann zeigt, dass eben mediale Reichweite oder dauerhafte mediale Reichweite ganzjährig nicht das Einzelthema ist, sondern eben auch Positivität, Positionierung und Image eine ganz zentrale Rolle spielen und eben positives Momentum in der Wahrnehmung. Und das ist etwas, in das der Sport investieren muss. Und wäre jetzt interessant, da fehlen mir dann aber auch die konkreten Zahlen. Das können andere Kollegen und Vermarkter oder Agenturen viel besser auch darlegen und belegen. Wie hat sich das Sponsoring-Volumen bei Eintracht Frankfurt entwickelt in den letzten 4 bis 5 Jahren? Ne? Auch durch den sportlichen Erfolg, durch den Markenerfolg. Und das bleibt halt dann der schmale Grat. Wie stabil ist weiterhin FC St. Pauli, was für mich immer noch der Lieblings- und Best-Case ist? Das heißt, ich glaube weiterhin, dass Marke eine große Rolle spielt, gerade weil Sport eben als Rolle nicht stabil genug ist für alle Beteiligten in dem Wettbewerb, den wir da haben in der Bundesliga. Und ja, es gibt genügend Marken, die sind nicht mehr bereit, den Preis zu bezahlen. Das liegt, glaube ich, auch nicht zum einen am Preis, es liegt aber zum anderen auch an der vielleicht Wertigkeit oder der Zeitgemäßheit des Produkts der jeweiligen Vereine. Ich sehe es recht ähnlich wie du. Ich kann ein bisschen offener und freier reden, weil du bist ja auch in vielleicht Verhältnissen mit Vereinen und mit Sponsoren und so weiter. Ich sehe das insofern kritisch, wenn ein Verein dann seine eigenen Werte verkauft, in Anführungsstrichen, für das Geld. Aber ja klar, du musst in erster Linie als Verein dein Überleben sichern. Aber irgendwie, wenn dann ein Wettanbieter oder beziehungsweise ein Glücksspielanbieter das hochabhängig macht, auf der Brust ist oder da landet, dann hat der Vermarkter zwar seinen Job gemacht, weil ein Partner gefunden wurde, aber die Frage ist, wie gut er den gemacht hat. Das mal dahingestellt, das ist nicht nur Hertha BSC. Ich ziehe da jetzt auch mal den FC St. Pauli mit rein, auch wenn du es gerade als positives Beispiel genannt hast. Absolut. Finde ich zum Beispiel auch krass, dass du erst sagst, wir wollen nicht mehr mit Wettanbietern zusammenarbeiten und arbeiten dann mit der Spielbank zusammen, die noch wahrscheinlich weniger reguliert sind gefühlt wie die Wettanbieter. Aber auch das ist jetzt eine vage Behauptung. Martin von St. Pauli hat auch schon gesagt, wir müssen dazu mal einen Podcast machen. Er ist hiermit auch herzlich eingeladen, dass wir darüber sprechen. Das kann auch Martin dann besser wiedergeben als kein Zweiter. Und ich finde aber, das Ding, das du aufmachst, ist brutal spannend, ohne jetzt wieder in so einen Aufsatz mich zu verlieren. Aber wenn man dann auch den Case nimmt, in dem finde ich in den letzten 10 Jahren, also das war auch ein absolutes Megading, das Wiesenhof-Sponsoring bei Werder Bremen. Werder Bremen, eine der nachhaltigsten und wirklich umwelt- und umfeldbewusstesten Marken jeher. Da auch absoluter Innovationstreiber, wenn es um dieses Thema geht. Und immer noch ganz weit vorne. Ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von dem Verein und von den Leuten, die da arbeiten. Ist das auch ein Thema gewesen, das dann vermittelt werden musste? Und das sind natürlich auch die Zwänge. Und ich glaube, was mir dann da fehlt kommunikativ, ist dann der Umgang mit dem, was wir als Doppelmoral dann oder vielleicht auch als moralische Konsequenz dann auch beziehen dürfen. Also wenn ich wertebasiert argumentiere und wertebasiert versuche, Themen aus- und einzugrenzen, dann muss ich denen natürlich auch bis zur letzten Instanz auch standhalten. Oder ich begebe mich halt in Dialog und einen Exkurs. Und ich glaube, das Gleiche, ich mal die PR-Herausforderung, um es höflich zu formulieren, die Nationalmannschaft letztes Jahr in Katar hatte, geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Also wir sind im Sport einfach umgeben davon, dass
vielleicht wertfremde Unternehmen oder wertfremdes Geld im Umlauf ist, mit denen wir zu tun haben. Und dann müssen wir uns jetzt die Frage stellen, können wir das ausschließen und ausgrenzen? Oder ist es für das, was wir anbieten, für unsere Position im Markt nicht essentiell, dass wir uns dem gegenüber auch öffnen? Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich bin Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, tatsächlich einfach nicht in der Verantwortung dafür. Aber jetzt fliegt eben das ganze Geld aus Saudi-Arabien in den Fußballmarkt und am Ende wird es auch indirekterweise bei uns ankommen. Also es kommt jetzt ja auch schon bei uns an, wenn Spieler aus der Bundesliga dorthin wechseln. Und dann können wir uns auch die Frage stellen, von wem nehmen wir Geld? Ja, und womit finanzieren wir dann auch die Haushalte und die Bilanzen der Bundesliga-Vereine? Da geht es ja nicht nur um die Sponsoren und deren Herkunft, deren Branchenherkunft, sondern das gesamte Ökosystem Fußball und Sport hat damit zu kämpfen und steht da permanent vor einer Herausforderung, als Wertefürst und als Wertschöpfender irgendwie wahrgenommen zu werden. Jetzt versuche ich irgendwie eine charmante Überleitung hinzubekommen zu unserem zweiten Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Du hast über Geld, über Werte gesprochen, über wo kommt das Geld eigentlich her, wo geht das hin? Ich würde gerne mit dir über den US-Markt sprechen. Die Themen haben wir schon aufgemacht, wie Messi, wie die Entwicklung dort, wie Potenziale von der MLS, von Frauenfußball und Co. Ihr habt ja selber auch den Schritt gewagt vom deutschen Sportbusinessmarkt in den amerikanischen Markt. Wann habt ihr euch dazu entschieden und warum habt ihr gesagt, ja, das probieren wir aus, da können wir als Jungformat auch für Furore sorgen? Ja, das war bei uns eine spannende Entwicklung auch. Also wir sind als Agentur dann zum ersten Mal 2018 auf dem World Cup irgendwie groß unterwegs gewesen, waren dort die größte Content Agency der FIFA, haben das Fanfest mitproduziert, haben ganz viele Social Media Kampagnen gemacht, auch für Sponsoren, aber für die FIFA und die Hauptkanäle selber. Und haben dann eine Einladung bekommen zu einem globalen Pitch für die Football Lead Agency von Budweiser, dass wir die Entscheider in dem Umfeld kennengelernt haben. Konnten dann aber nicht teilnehmen, weil wir keine US-Entity hatten und das nicht gereicht hätte, mit einer anderen Agentur zu partnern. Und das haben wir dann auch zeitlich nicht mehr hinbekommen. Das war so ein erster Hinweis darauf, dass wir sagen, wir wollen als Agentur international arbeiten. Kommen wir da in den USA vorbei oder nicht? Dann gab es die Vergabeentscheidung für die WM 26, die Olympics 28 nach Los Angeles. Dann war mein ehemaliger Partner Holger und immer noch Freund, der war dann einmal auch privat in den USA und hat sich dann mit LAFC getroffen. Daraus ist dann eine Freundschaft auch mit dem Verein entstanden und ein Gefühl und auch eine Aufregung dafür, wie spannend dieser Markt ist. Also nicht nur als Fan für die Blockbuster, American Sports, Baseball, Basketball, Eishockey und vor allem American Football, sondern eben auch für so das Wachstumsumfeld Fußball und Soccer. Und daraus ist jetzt in den letzten 2 Jahren bei uns eben ein System geworden und eine Logik und eine Strategie, dass wir gesagt haben, bei der Bewegung Fußball können wir mitmachen als internationale und global wirkende Agentur, weil wir eine Kenntnis haben von dem Genre international und auch aus dem Ursprung, wenn wir sagen Zentraleuropa und Südamerika sind die Ursprungsregionen des Fußballs kulturell auch, dass wir dabei sein können und dass wir das aufregend finden. Und dann haben wir uns mit Brian Remedy einen fantastischen Menschen an die Seite geholt, der erstmal als Berater über ein Jahr für uns aktiv war und der dann jetzt seit letztes Jahr Mai als Geschäftsführer und Gründer unserer ersten Entity in den USA mit Sitz in Los Angeles an den Start gegangen ist, wo wir mittlerweile 3 Mitarbeiter auch haben. Und wo wir mit jetzt einer kleinen Agentur versuchen, globale Fragestellungen nachzugehen und bei der Entwicklung des US-Fußballmarktes dabei zu sein und auch nicht nur das, sondern eben auch mit den Olympics in 2028 sehen, dass die USA und dann auch Los Angeles als Stadt der spannendste Pol ist der nächsten 10 Jahre eben. Und das ist für uns auch kulturell nach innen eine brutal geile Entwicklung, weil wir jetzt in dem permanenten Austausch und in dem permanenten Lernen und der Konfrontation mit dem US-Markt einfach unglaublich viel lernen können. Und ich habe das, um diesen Teil der Antwort abzurunden, so bei uns auch vor kurzem mit den 4 E's geframed, die da für uns liegen, Education, Empowerment, Entertainment und auch Equity, bei denen wir das Gefühl haben, das entwickelt auch unseren ganzen Kompetenzhaushalt Agentur weiter, mit dem wir dann auch in unserem Heimatmarkt oder auch in Europa und auch generell international auch einfach besser werden. Ihr habt meines Wissens schon relativ früh mit LAFC zusammengearbeitet. War das das erste Projekt? Das war erstmal die erste Kundenbeziehung, wenn man so will. Aber es gab auch schon früh auch über andere Kunden und wenn es dann mal eine Auslandstour war von einem Fußballverein in Deutschland, mit dem wir zusammengearbeitet haben, aus dem Süden oder aus dem Westen, schon Berührungspunkte mit dem Thema USA oder auch mal Fragestellungen von großen Kunden der Jungformatgruppe. Wir sind ja auch als Jungformatgruppe dann für einige deutsche DAX-Unternehmen und große deutsche Brands international tätig und haben dann auch mal eine Fragestellung bekommen, oh, wie würde das denn aussehen? Könnte man mal vielleicht mit der NBA über ein Sponsorship sprechen? Und dann haben wir auch schon sehr erfolglos versucht, über einige Jahre für die NBA als Agentur an den Start zu kommen in Europa für das Thema Social Media. Das hat dann eine andere Agentur aus London gewonnen, auch weil dann London oder Paris dann auch noch die spannenderen internationalen Standorte sind für die großen Rechtehalter aus den USA. Also das ging nicht nur um LAFC, sondern da waren dann schon auch Fragestellungen, die
wo wir früher schon die Berührungspunkte hatten mit, wie wächst denn vielleicht amerikanischer Sport in Deutschland? Und deswegen interpretieren wir es für uns auch so ein bisschen als Brückenkopf, dass wir auch sehen, warum ist es nicht für uns spannend, mit dem NFL-Team auch in Deutschland zu arbeiten, was wir hoffentlich sehr bald tun werden. Und LAFC war dann für uns und vor allem mit dem fantastischen Menschen Rich Orozco, der dort CBO, Chief Brand Officer ist, auch so interessant zu sehen, wie entwickelt sich dort in so einem Umfeld wie LA neben den mega erfolgreichen Franchises. Das LA ist ja ein bisschen die City of Champions mit den Dodgers, den Rams, den Lakers, die alle in den letzten 5 Jahren ihre Championship jeweils gewonnen haben. Aber LAFC ist tatsächlich klar wegen der Schnittstelle Sport, Entertainment, Stadt, aber auch, weil LAFC, und das ist ein absoluter Erfolgscase und Hero-Case auch als Marke, es geschafft hat, eine wirklich organische Bewegung hinter den Club zu bringen und dann auch die ganzen Hispanics und Latinos in der Stadt hinter den Fußball gebracht hat. Deswegen ist das kulturell auch so spannend und vom Vibe und von der Atmosphäre so spannend. Und dann aber auch natürlich mit den Celebrities, die da freiwillig und gerne hinkommen. Ne? Jetzt war vor kurzem Snoop Dogg da, Cypress Hill ist permanent da, Will Ferrell ist Teil der Ownership Group, Clive Owen sitzt regelmäßig in den Stands. Vor kurzem waren auch Mbappé und Justin Bieber gemeinsam im Stadion. Und das ist dann so, das schafft dann ja auch aus Sport nochmal so die Schnittstelle Popkultur, die es in Deutschland aus meinen Begriffen oft zu wenig gibt, was wir auch selbst kulturell mit zu verantworten haben, weil wir es auch gar nicht fördern und wollen. Mega spannend, könnte man sicherlich einen Einzelpodcast zu machen oder du triffst Rich Orozco mal selbst, aber LAFC ist ein brutaler Brand. Wir unterstützen den Verein auch immer dabei bei internationalen Kommunikations-PR oder auch Vermarktungsaufgaben, schreiben auch mal ein Pitch-Deck für den Club, wenn es dann darum geht, sich internationalen Partnern vorzustellen und das ist Teil unserer Familie und auch ein Anfangspunkt gewesen, um mehr Leute auch im amerikanischen Sport kennenzulernen. Wir haben hier im Podcast in Folge 418 zuletzt mit Sean Fehler, Senior Director Marketing bei Tapper Sports Entertainment, sind der Besitzer von den Carolina Panthers und vom FC Charlotte, glaube ich, auch ein MLS-Team. Der hat auch gemeint, es ist Wahnsinn, was in Amerika gerade abgeht, der Hype der MLS. Aber er hat auch gesagt, das haben wir schon öfters erlebt. Das war schon mal bei Ibrahimovic so, das war bei Rooney so, das war bei Beckham so. Jetzt ist es dank unserem argentinischen Weltmeister Lionel Messi so. Vielleicht bevor wir über Messi sprechen, eine Frage zu der MLS und dem Aufstreben des Soccers in Amerika. Ihr habt ja zuletzt auch eine Studie herausgebracht und Erkenntnisse gesammelt über die Chancen und Potenziale von der MLS. Was kam denn dabei heraus? Also kannst du uns da einen Einblick geben, was wir über die MLS wissen müssen und warum das gerade so the next big thing ist im US-Sport? Also erstmal der Rückblick oder der Vergleich dann auch mit der Vergangenheit. Ich meine, USA hatte auch schon mal 1994 den World Cup und ich glaube, damals ging es auch schon aus Perspektive einiger darum, oh, wird daraus eine große Liga. Dann haben auch mal Pelé und Beckenbauer gespielt in New York. Und also es gab ja immer wieder diese Momente, dass dort Fußball auf die Landkarte gekommen ist. Und das gibt dann so kulturelle Punkte, die dann auch für diese Entwicklung von Fußball wahrscheinlich mitentscheidend waren, auch wenn es nicht so linear nach oben ging. Jetzt gibt es, glaube ich, so mehrere Datenpunkte, die uns dazu oder zu der Meinung bewegen dürfen, dass es jetzt nicht um einen anderen oder einen weiteren kurzfristigen Hype ging, sondern um anhaltendes, nachhaltiges Wachstum. Das zeigt zum einen die Entwicklung der MLS selbst so in den USA, die Entwicklung von Soccer selbst, die vor allem, und das war auch Teil unserer Studie mit Fanarchy, die wir mit unseren Partnern von Sports Innovation Lab gebaut haben. Da hatten wir Zugang zu wirklich herausragenden First-Party-Data, also auch Credit-Card-Data zum Thema Fan-Behavior. Wir konnten ganz gut nachvollziehen, wie die Fanbewegungen sind und nicht nur die Einstellung, sondern eben auch das Kaufverhalten, weil wir glauben, Behavioral-Data ist das eine und Fan-Sentiments das andere. Und wir uns war eben wichtig zu verstehen, nicht nur, worüber Fans sprechen und was sie denken, sondern was sie tatsächlich auch tun und wer diese Fans sind. Und da kam eben auch stark dabei raus, dass Frauenfußball die Fanbewegung in den USA stark geprägt hat, dass der Anteil von Frauen extrem hoch ist, dass die Multikulturalität extrem hoch ist im Fußball in den USA und auch die Regionalität einen großen Einfluss hat, was sicherlich auch für den Messi-Case nochmal ein Fingerzeig ist. Aber dass Fußball in jeder Region eben auch anders ist und auch damit zu tun hat, in welcher Lokalität findet ein Fußballteam statt versus eben einem anderen Local Hero. Ne? Also was passiert in den Städten jeweils? Welche Rolle und welchen Raum bekommt dann da Fußball? Oder was passiert im Umfeld einer Universität? Welchen Raum bekommt dann da Fußball? Und deswegen ist das ist erstmal ein sehr komplexen Aspekt, den du gerade aufgemacht hast. Den konnten wir jetzt auch nicht abschließend mit unserem Report beantworten. Wir konnten aber erstmal sehr viel über die gesamte Landkarte von Fußball als Markt und Fans als kulturelle Bewegung und als kultureller Treiber im Lernen und sehen eben auch, dass sich aus Fußball auch für den gesamten Weltmarkt aus den USA auch ein starker kultureller Impuls auch entwickeln kann. Also das finden wir persönlich extrem spannend. Und wenn man jetzt mal die Brücke macht zu dem Messi-Case und auch dem Setup, das sich jetzt neu formiert hat. Wir haben jetzt einfach auch einen bahnbrechenden neuen Media-Deal mit Apple und der MLS, der auch dazu geführt hat, dass das ganze Messi-System überhaupt in Stand gekommen ist. Dann muss man sagen, dass Messi ja eigentlich quasi die Premium-Kampagne für Apple ist, um ihr Produkt zu treiben. Und die Abozahlen gehen auch nach oben. Und muss man sehen, wie nachhaltig ist es dann natürlich, wenn Messi weg ist. Aber erstmal
bringt das hinter ein Team und hinter die ganze Bewegung halt einen extremen Hype. Und wenn man ja auch gesehen hat, bei der Eröffnung und beim ersten Spiel von Messi, also seiner quasi Eröffnung, seiner Ära, bei der wir gucken müssen, wie lange sie anhält in den USA, wer dann da alles im Seitenrand stand, das weißt du auch und das wissen alle, dann ist das auch erstmal für die Kategorie Soccer die beste Werbung, die in den USA bekommen kann, weil es einfach ein Game recognizes Game und Greatness shares Greatness, wenn man sieht, wenn da am Rand war, das ist ein bisschen schon wie so ein Ritterschlag für den Fußball dann und für die MLS. Und die Zahlen sprechen für sich. Und das, was dann daraus jetzt wird für die MLS, muss man sicherlich jetzt in den nächsten Jahren auch beobachten. Und mit der Zugkraft, die die WM 2026 hat, ist es ja eben auch so, dass jetzt auch schon seit einigen Jahren und vielleicht auch ein bisschen durch Covid geschuldet, weil China als Auslandsmarkt dann ein bisschen die Tür zu hatte jetzt ein paar Jahre. Und dass die zwei großen Zielmärkte auch waren für Wachstum. Die Hauptzielmärkte waren das Groß der europäischen Fußballteams. Also ich glaube, dass dieses Wachstum und dieser Bedarf oder diese Nachfrage nach dem Markt, nach Fans in dem Markt auch anhalten wird, aber gleichzeitig auch der Wettbewerb zunehmen wird. Und das war jetzt auch super interessant, als wir uns anguckt haben, wie die europäischen Teams jetzt bei ihren Auslandstouren unterwegs waren in den USA und wie wenige es dann wirklich auch geschafft haben, kommunikativ herauszustechen, sondern eben auch alle da das Gleiche tun. Ist jetzt einfach extrem viel los, sehr viel Bewegung. Die FIFA wird diese Bewegung sicherlich auch noch weiter anheizen, weil sie wird jetzt versuchen, große Sponsorships in den Markt zu verkaufen, eben lokale Sponsorships für den World Cup 26, der auch in Mexiko und Kanada mit stattfindet. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt nicht nur ein Hype ist, sondern eine sukzessive Bewegung, die auch das Level, auf dem der US-Fußballmarkt jetzt gerade ist, anheben wird. Und ob es die Spitze, die Messi jetzt gerade auch auf Social Media reinfährt, ob die langfristig so aufrechterhalten werden kann, ja, also das ist halt fraglich, klar. Also wir können nicht davon ausgehen, dass in 4 Jahren ein neuer Messi bei Inter Miami anfängt. Das ist ja total klar. Gleiches passiert ja aber auch in anderen Sportarten, wenn wir einen Roger Federer verlieren oder ein Tiger Woods nicht mehr im Golf unterwegs ist oder in der Formel 1 die Superstars rausgehen, dann wird das auch erstmal etwas verändern. Ne? Aber schafft auch neue Räume. Ja, was du auf jeden Fall gesagt hast, ist, legt den Scheinwerfer auf eine Sportart, die bisher ein bisschen eher unter dem Radar der Top 4 geflogen ist. Jetzt hast du plötzlich einen LeBron James, Kim Kardashian, David Beckham und, glaube ich, noch Serena Williams, also wirklich die Großen des Spiels, die dann Lionel Messi fotografieren beim ersten Spiel, wie er eingewechselt wird. Kurz danach den 2-1-Siegtreffer schießt, total romantisch in den ersten 4 Spielen 7 Tore schießt und 4 Spiele gewinnt. An dem Punkt stehen wir gerade. Dann ist es ja eigentlich eine Fußballromantik, die kannst du besser nicht schreiben. Und Nachhaltigkeit ist genau das Thema, das du ansprichst. Ist es insofern, dass jetzt erstmal 2 Jahre da ist? Er kriegt, glaube ich, irgendwie auch Anteile. Adidas hat sein Ligen-Partnership verlängert um weitere 10 Jahre zu einem Rekorddeal, als ob sie es gewusst hätten, dass Messi darüber rübergeht. Vielleicht haben sie aber auch einen kleinen Anteil. Messi selbst wird ja auch an den Trikotverkäufen beteiligt, teilweise auch an den Ticketerlösen. Ich glaube, der Kollege von Tapper Sports hat gesagt, der FC Charlotte hat innerhalb von einem Tag das komplette Auswärtsspiel von Inter Miami in Charlotte ausverkauft, was sie noch nie hatten. Und das mit einer Arena, die so groß ist wie in Frankfurt. Also der Messi-Effekt auf die ganze Liga hat eine Auswirkung, dass vor allem alle Vereine kommerziell davon profitieren. Was wiederum sich in den Bewertungen spürbar macht, dann würden sukzessiv sicherlich auch die Gehälter steigen, die Budgets steigen. Und du weißt es selber, wenn irgendwo Gehälter und Budgets steigen, dann muss der Baseball sich vielleicht irgendwann Sorgen machen, dass er nicht mehr Nummer 4 ist, sondern der Soccer da kommt. Und dann ist es irgendwann nachhaltig, wenn mehr und mehr Geld reinfließt. Was man dabei aber nicht vergessen darf, und jetzt kommt die Frage wieder an dich, sind die Marken, die davon profitieren wollen. Wir haben jetzt über Adidas gesprochen, Apple als Medienpartner. Was für Learnings ziehst du denn raus, so aus der Markenbrille, was Marken aus dem Messi-Effekt lernen können? Naja, also der Markt erstmal und dann Marken vielleicht. Ich finde erstmal das Thema Commercial Creativity, die ganze Struktur des Deals ist halt atemberaubend. Das ist auch gigantisch. Es ist natürlich auch Wahnsinn, wie sich um eine Person so viel zentrieren kann. Also so viel Aufmerksamkeit, aber auch so viel Geldfluss. Also auch du hast es gerade angesprochen, ne, beim Jersey Sale. Also die Expectations sind unglaublich, ne? die sich jetzt irgendwie rund um Lionel Messi dann drehen. Das wird über die 100 Millionen gehen, voraussichtlich, ne? Was Messi verkaufen wird, wenn man mal davon ausgeht. Das sind irgendwie 500.000 Shirts, $200 per Shirt. Ich glaube, mit Blick auf, was Messi bisher verkauft hat, ist das eine sichere Kalkulation gewesen. Ne? Und dann auch mit dem wahrscheinlich auch visuell sehr ikonischen Shirt. Ich glaube, Adidas macht da gerade auch, was so Layoff-Produkte betrifft, halt einen fantastischen Job, weil sie wirklich rund um Messi einfach nicht nur sehr viel Kommunikation machen, sondern auch sehr viel kreatives Produktmarketing. Das heißt,
Commercial Creativity in der Sense, dass es nicht nur für den Markt geht, sondern auch eben für Einzelmarken. Bei Apple schon angesprochen, wenn wir irgendwie umgucken, die arbeiten halt einfach nur noch mit einem Goat-Emoji überall und die ganze Zeit, die haben sich komplett darauf konzentriert, aber damit auch positioniert, ne? Und die MLS ist ja mittlerweile auch fast den Transfer oder den League Value, der basierend auf dem Player Value betrifft, auch mittlerweile auf einem Niveau von Portugal auch angekommen, ne? Und wird sich immer mehr annähern, auch den Top 5. Sicherlich durch den Salary Cap ist das einfach nochmal ein komplett anderes Ligensystem, mal generell. Deswegen war irgendwie initial auch das Wort beim Thema Equity, finde ich, muss man da auch wahrscheinlich gesondert nochmal genau hingucken, was kann man auch davon lernen, wenn man über Competitive Balance auch spricht. Ich glaube, Progressivität, die Lust auch, was Wildes auszuprobieren, die Lust auch im Entertainment auch einen Spaß zu haben. Also jetzt im Moment ist es ja auch die pure Spielfreude. Man sieht halt ausflippende Fans, man sieht einen fröhlichen Messi. Ist natürlich jetzt gerade eine sehr märchenhafte Gesamtkonstellation. Man hat Superstars auf dem Platz. Irgendwie auch von Leuten von Inter Miami selbst gehört, dass sie am Anfang so ein bisschen Sorgen hatten, ob der Club überhaupt und das ganze Stadionerlebnis genug Security-Layer schon hat, um das ganze den ganzen Ansturm irgendwie auch zu bändigen. Also es ist einfach jetzt ein kommunikatives Mega-Ausrufezeichen. Und auch die Social-Media-Zahlen sind natürlich gigantisch. Also Inter Miami hat ja bis irgendwie auf die Golden State Warriors, die Lakers und die Cavs, haben sie hier mehr Follower als alle NBA-Teams. Sie haben auch schon mehr Follower als alle NFL, MLB, NHL und MLS-Teams. Sie haben mehr Follower als alle 28 MLS-Teams combined auf Instagram. Und das ist einfach unfassbar. Und ich glaube, dass für Marken jetzt bei etwas, also etwas vielleicht mit quer zu finanzieren, zu subventionieren und etwas mitzugestalten und etwas mit zu ownen, nochmal ganz spannend sein kann. Und das ist ein Prinzip, das wir jetzt auch nicht nur durch Adidas und diesen Deal und diese Dealstruktur kennen, die ja in einem Drei- oder in einem Viereck entstanden ist, sondern das kennen wir auch schon von Red Bull, das kennen wir auch von anderen Marken, die sagen so, oh, ich baue mir selber eine Plattform, in die ich nachhaltig mit investiere und ich will vielleicht selber an Wachstum auch teilnehmen und profitieren, was auch dann für First-Mover-Marketing wahrscheinlich auch spricht, zu sagen, I'm early on. Und klar, bei Messi war die Bewegung, die jetzt kommt, zu erwarten. Ja, wenn man Marken was mitgeben darf, ist es sicherlich neben der notwendigen Frage von Differenzierung und glaubwürdigen Narrativen eben auch mal die Spielregeln für sich selbst ein bisschen zu verändern und nicht nur reaktiv auf das Angebot von, haben wir es damals in der Sponsoring-Lüge betitelt, irgendwie PDFs im Posteingang zu geben, sondern sich zu fragen, was können wir denn selber mitgestalten? Weil Unternehmen können ja auch Teil dieser Bewegung sein und diese kulturelle Neu- oder Weiterentwicklung des Fußballs auch durch die USA und wie wir da auch im Gesamtmarkt, im Weltmarkt auch davon auch profitieren. Also das hat ja wirklich auch Abstrahleffekte, ne? Das ist ja für uns alle total inspirierend. Wir gucken ja alle hin, die gesamte Industrie nimmt gerade wahr, was in den USA jetzt passiert und was sie daraus machen. Da können Marken einfach einen gestaltenden Teil einnehmen. Und wir wiederum müssen für das Markenumfeld in Deutschland, glaube ich, mal auch ein paar Sachen versuchen mitzunehmen, weil die MLS ist eben auch organisatorisch, strukturell in der Governance ein ganz anderes Konstrukt. Das werden wir jetzt in Deutschland so nicht einziehen und auch aus gutem Grund nicht. Aber sie hat da eine ganz andere Zugkraft. Markenführung ist viel zentrierter, zentralisierter und gesteuerter, als es in Deutschland dann der Fall ist, über so ein System wie die Bundesliga und die erste und die zweite Bundesliga. Und das prägt natürlich auch die Möglichkeiten, die Marken dann in so einem Umfeld haben. Und das ist für Adidas natürlich Premium, weil sie ja nicht nur Messi haben oder Inter Miami, sondern sie haben die gesamte Liga. Und das ist schon ein spannender Case. Wir werden sehen, was da noch weiter passiert. Ich würde es fast sogar damit abschließen, den Blick auf den amerikanischen Markt und wieder zurückkommen auf den europäischen Markt und auch ein Stück weit so einen Blick in die Zukunft von euch, in Zukunft von Sportmarketing. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was ihr die letzten 10 Jahre gemacht habt. Jetzt haben wir über den US-Markt gesprochen, was da drüben sich gerade tut, was dann vielleicht die nächsten Jahre nach Deutschland kommt. Vielleicht gibt es ja ähnliche Modelle, zum Beispiel um den Spieler Harry Kane, was der sich alles im Vertrag schreiben lässt, damit er final wechselt. Also wir nehmen an dem Tag heute auf, wo es hin und her geht und er fast schon im Flieger sitzt oder doch nicht. Wenn der Podcast rauskommt, ist das Thema hoffentlich längst gegessen. Ich hoffe es zumindest. Lass uns gerne zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Zukunft werfen. 10 Jahre ist Jungformat am Start jetzt. Was steht die nächsten 10 Jahre an? Was glaubst du, wie ihr euch, du hast vorhin von Agilität gesprochen, nochmal wandeln werdet und wohin die Reise geht für euch? Also erstmal bleibt die Reise halt ein Abenteuer. Wir versuchen uns als Agentur frei zu machen von einem reinen Blick auf ein einzelnes Fiskaljahr, sondern wir haben immer, weil wir sagen will, wer Marke führen will, muss Marke sein. Wer Unternehmen beraten will, muss sich selbst wie eins sehen. Wir wollen eine eigene Vision haben und einen eigenen Zielkorridor. Deswegen sind jetzt erstmal die nächsten 5 Jahre auch bis LA 28 für uns so unglaublich spannend. Da arbeiten wir auch gerade jetzt auch schon an den ersten Mandaten und eben auch mit der Entwicklung des US-Markts für uns wird das unsere kulturelle Reise erstmal brutal weiterentwickeln und dann eben auch mit der Zunahme neuer Mitarbeiter. Also Internationalisierung ist für uns ein ganz großes Stichwort. Die Digitalisierung wird uns auch extrem weiter beschäftigen. Wir haben bei Jungformat einen großen Kompetenzraum jetzt geschaffen für das Thema AI, KI. Also wir haben mit Jungformat Stables jetzt eine Anwendung gebaut, bei der wir versuchen, unseren Kunden extremst progressiv und modern und auch sehr unique dabei zu helfen, in ihre Wertschöpfungsprozesse
künstliche Intelligenz einzubinden. Das wird auch für uns als Agentur im Sport, die wir dann ja auch eher Technologien adaptieren, anstatt sie selbst zu entwickeln, das ist einfach nicht unsere Kernkompetenz und das Wesen unserer Agentur, dass wir die Anwendung dieser Technologien auch für unsere Kunden bereitstellen, dass wir sie aber auch verorten können gesellschaftlich. Und deswegen, ich glaube, ein Abenteuer mit ungewissen Ausgang oder ungewissen Einzelgeschichten und Kapiteln wird es wahrscheinlich sein. Und wir wollen als Agentur unabhängig bleiben. Wir wollen als Agentur ganz viel Spaß und Freude haben. Ich habe auch neulich in der Zusammenkunft mit unserer ganzen Mannschaft haben wir nochmal so festgehalten, wir sind halt am Ende halt auch nur eine Agentur und machen Sportmarketing. Also auch eben den Fokus darauf, dass es eben auch Spaß machen soll und dass Sport die schönste Nebensache der Welt ist, auch wenn sie für viele Menschen die Hauptsache ist und für uns auch, weil es ist unser Arbeitsplatz und unser Arbeitsort. Aber Sport muss auch Spaß machen und ich würde mir wünschen, dass wir auch dazu beitragen können, als Agentur Spielfreude in den Markt zu bringen und eben auch älteren Verbänden oder Verbänden, mit denen wir schon seit Gründung auch arbeiten, es immer wieder einzuhauchen, dass Spielfreude ein ganz wichtiger Wert ist, der nicht nur auf dem Papier stehen darf, sondern der auch was damit zu tun hat, wie Menschen vor die Presse treten und auch was sie sagen. Da hoffe ich, dass wir unseren Einfluss, unseren Impact weiter groß halten können. Ich hoffe, dass wir mit tollen Partnern auch weiterhin kollaborieren können in einem offenen Agentursystem und in der Landschaft und dass es weiterhin spannend bleibt. Dafür drücke ich dir oder euch vielmehr die Daumen. Danke erstmal für diese große Reise hier. Fast schon irgendwie über die Jahrzehnte an Sportmarketing, die Entwicklung und auch was sich in Zukunft gerade tut. Robert, liebe Grüße nach Hamburg. Danke für deine Zeit und ich denke, wir sprechen zeitnah wieder hier im Podcast und geben uns nochmal ein weiteres Update. Ja, danke dir, Daniel. Ich hoffe, wir sprechen uns spätestens zum nächsten World Cup dann wieder. Vielleicht sind wir dann ja auch gemeinsam irgendwo in den USA und schauen uns ein Spiel an. Ich freue mich auf unseren nächsten Austausch. Du weißt doch, meine Compliance-Abteilung ist da ganz, ganz lässig. Ich bin für Einladungen immer herzlich, herzlich offen. Prima, dann weiß ich Bescheid. Robert, mach's gut und ciao, ciao. Alles Gute, Daniel. Danke dir. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Du willst keine digitalen Trends im Sportbusiness mehr verpassen? Dann habe ich da was für dich. Denn mit unserem Weekly Update Newsletter erhältst du jeden Freitag die Top-News aus Sportbusiness, Marketing, Social Media und Tech direkt in dein E-Mail-Postfach. Mach's also wie 1500 Leute vor dir und abonniere das Weekly Update jetzt kostenfrei unter sportsmaniac.de/WU. Der Sportsmaniac Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.